Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FM 2019. Heute ist Freitag, das heißt, heute geht es richtig regulär los. Gestern, das war ja nur eine Preseason in FM 2019. Ja, wir haben uns in der F2 durchgesetzt und jetzt geht es in der Formel 1 um die Wahl unseres ersten Arbeitgebers. Wer eines der Formel 1 Teams sich für ein Team zu entscheiden, das für das man fährt, ist eine der wichtigsten Entscheidungen in deiner Formel 1-Karriere. Wäge deine Möglichkeit deshalb sorgfältig ab und achte besonders auf die Wartung von jedem Team. Hohe Erwartungen. Hochrangige Teams wie Ferrari und Mercedes haben zwar schnellere, konkurrenzfähige Autos, aber sie erwarten von ihren Fahrern auch von Anfang an Spitzenplatzierung. Sie werden schnell unzufrieden, wenn ihre Leistung nicht stimmt. Niedriger eingestufte Teams haben zwar Autos, die nicht ganz so konkurrenzfähig sind, aber dafür sind die Erwartungen leichter zu erfüllen und sie sind nachsichtiger, wenn du etwas Zeit brauchst, um dich zurechtzufinden. Der Rufbonus. Einen aufstrebenden Fahrer wie dich unter Vertrag zu nehmen, ist für jedes Team ein Gewinn. Deshalb erhältst du bei deinem allerersten Formula One-Vertragsabschluss einen einmaligen Bonus auf deinen Ruf bei dem Team. Willkommen. Komm rein. Okay. Setz dich doch. Es ist Zeit, dass wir uns über deine nächsten Schritte unterhalten. Deine Leistung in der Formel-2-Meisterschaft hat dir viel Aufmerksamkeit von den Formel-1-Teams beschert. Mehr oder weniger positiv. Ich sorge mich nicht darum, wer dich mag und wer nicht. Du hast Zeit, die Zweifler zu überzeugen. Aber ich sorge mich um unsere Auswahl. Sie wird weniger, da wir uns nicht festgelegt haben. Als deine Agentin empfehle ich dir jetzt, eine Entscheidung zu treffen. Um Komfort und andere Details können wir uns später kümmern. Ich möchte, dass du dir die ansiehst. Du hast dir jedes dieser Angebote verdient. Also nimm dir Zeit und lies sie dir durch. Sorge dich nicht ums Kleingedruckte. Bringen wir dich in der Formel 1 unter. Ja, von Anfang an habe ich gesagt, natürlich, dass ich Williams nehmen werde. Das war mir von Anfang an klar. Und das werden wir auch von Anfang an tun. Wir könnten natürlich auch eine der Top-Teams nehmen, aber warum nicht? Machen wir mal ein Top-Team. Ja, Vertrag annehmen. Ausgezeichnete Wahl. Den Gesprächen mit Ihnen nachzuurteilen, werden Sie sich sehr freuen, mit dir zu arbeiten. Ich lasse Sie sofort von deinen Plänen wissen. Ich muss noch ein paar letzte Details mit Ihnen klären, aber dafür bezahlst du mich ja. Davon abgesehen, meinen Glückwunsch hast du verdient. Danke. Endlich geht's los, liebe Leute. Australien Training 1. Hier. Sorry, ich bin auf dem Sprung. Dein Arbeitsplatz ist da hinten. Es sollte alles eingerichtet sein im Netzwerk. Falls nicht, sag den Jungs Bescheid. Von dort aus kannst du auf alle nötigen Daten zugreifen, um die Entwicklung des Autos zu fördern. Richte dir alles ein. Begib dich zum Training, wenn du fertig bist. Wir sehen uns dann später. Willkommen in deinem neuen Team. Williams blickt auf eine sich über Jahrzehnte erstreckende Geschichte zurück, in der das Team mehrere Male den Rennsport klar dominiert hat. Die Chancen stehen gut, dass eine weitere dieser Perioden gekommen ist. Und du kannst ihnen dabei helfen, das zu verwirklichen. Also ran ans Lenkrad und fahr wie der Teufel, okay? Ja. So. Irgendwas. Gut, brauchen wir gerade nicht. Wir werden nämlich uns mal das Setup auswählen. Gut, das brauchen wir gerade nicht. Bla, irgendwas die ganze Zeit. Okay, ich brauche tatsächlich doch nichts machen. Bitte mal den FLD, warum will ich mal auf jeden Fall mal ansehen? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Antrieb, klar, Leistung. Hm.
Leistung, Leistung fürs Auto. So, gehen wir rein ins erste Freitraining heute in dieser Saison. Nämlich mit unserem in Australien mit dem ersten freien Training. Willkommen in Melbourne und beim ersten Event der Formel 1 Saison 2019. Das Rennen fängt gleich an und man merkt die Spannung in der Luft. Man hat das Gefühl, dass in diesem Jahr alles möglich ist. Dieses Wochenende könnte also das erste Kapitel einer sensationellen Formel 1 Saison werden. In der Kommentatorenbox leistet mir auch heute Stefan Römer Gesellschaft. Es ist toll, dich wieder bei mir zu haben. Was kannst du uns über die diesjährige Teilnehmerliste erzählen? Es gibt mehrere neue Gesichter in dieser Saison, nicht wahr? In der Tat, Heiko. In den letzten Monaten gab es mehrere interessante Vertragsabschlüsse. Mit wem wollen wir anfangen? Reden wir über Richter. Stimmt, das ist wirklich jemand, den man im Auge behalten sollte. Er wurde zum Großteil auch wegen seiner sportlichen Einstellung bei der Formel-2-Meisterschaft unter Vertrag genommen. Oft stellte er den Erfolg des Teams über seinen eigenen. So gab er zum Beispiel in einem Rennen seine eigene Position auf, als das Auto technische Probleme hatte, damit sein Teamkollege Lukas Weber, der ebenfalls heute Debüt feiert, weiterkommt. Solch ein Teamgeist könnte ihn in dieser Saison weit bringen. Diese beiden sind nicht die einzigen neuen Gesichter aus der Formel 2 in dieser Saison, stimmt's? Nein, in dieser Saison lernen die Fans George Russell und Lando Norris kennen, zwei vielversprechende junge britische Fahrer. Dann wäre da noch Alexander Albon aus Thailand und schließlich Devin Butler. Nun, um Devin gab es in der letzten Formel-2-Saison einige Kontroversen. Er bekam eine Reihe von Strafen, davon eine dafür, dass er einen Zusammenstoß mit seinem größten Rivalen hatte. Das war eine unschöne Szene. Klar, danach wurde bei den Fragen zum Vorfall mit Devin eine professionelle Haltung bewahrt. Aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das hinter verschlossenen Türen ebenfalls so war. Ich glaube, diese Rivalität könnte in den nächsten Rennen eine Rolle spielen, wenn beide Fahrer ihre ersten Schritte in der Welt der Formel 1 machen. So, wir dürfen nicht im Auto Platz nehmen, im ersten, im Williams. Das erste Rennen der Saison ist immer etwas schwierig für uns auf der Strecke, aber auch für das Team in der Werkstatt, da das Auto nach dem Wintertest zum ersten Mal gefahren wird. Je konstanter dein Sprit verbraucht ist, desto mehr hilft uns das weiter. So, ich brauche natürlich jetzt... Während deiner Formel 1-Karriere. Brauche ich nicht. So, wir werden erstmal auf jeden Fall unsere Einstellungen machen. Fahrhilfen. Fahrtalent-Amateur, was für eine Fahrhilfe. Professionen brauche ich nicht. Niedrige werden wir runterstellen. Zurückkontrolle komplett. Getriebe, Automatik. Ich gehe mal auf Schaltgetriebe und Empfehlung. Ich wollte das Schalten lernen. S-Modus, okay. Nur Kurven, Traktionskontrolle komplett. Werde ich eventuell demnächst auf runterschalten um 1 auf Mittel. Ja. Das sind meine Fahrhilfen. So, dann gehen wir auf die Gameplay-Einstellungen auf jeden Fall. Wie gesagt, die KI haben wir auf 75 gestellt. Ich gehe natürlich noch auf die Audio-Einstellungen. Klar, Audio-Lautstärke, Wetter, der Audio-Lautstärung. Untertitel an, Geschwindigkeit, alles, Funksprache. Und ich mache mir mal den Hochschaltton ein, damit ich ein bisschen besser verstehe. Damit ich besser weiß, wann ich mal mit dem Auto hochschalten muss. Gut, aber also heute auf die Reihe bekommen, wollte ein gutes Ergebnis bekommen, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich wird es am Ende sein, dass wir letzter sein. So, Grafikkamera, Einstellung, Option. Ich nehme die TV-Kamera. Das ist klar. So, dann gehen wir raus auf die Strecke. Mit der fliegenden Runde. Wie gesagt, warte jetzt mal bitte nicht, dass ich hier irgendwie eine gute Zeit fahre. Und jetzt muss ich mehr darauf achten beim Schalten, beim Fahren, dass ich auch schalte.
Ich muss mich auch jetzt mal das Auto reinfuchsen. Und zwar viel lernen, liebe Leute. Wir werden wahrscheinlich keine Punkte holen, das ist klar. Aber wer weiß, ob die Williams vielleicht sogar für eine Überraschung sorgen werden. Unser Teamkollege ist übrigens George Russell. So, Ricciardo mit der schnellen Rennrunde. Weil die Zeit gar nicht mal so schlecht ist. Ist wieder schneller als unsere eigene Runde. Wie gesagt, ich lerne auch noch dazu. Gerade was jetzt das Schalten betrifft. Das habe ich in etwa 2018 nicht gemacht. Habe ich gesagt von Anfang an, dass ich das mit dem Start des etwa 2019 lernen möchte. So, neue Bestzeit. Persönlich hier zumindest. So, was soll der Box? Ja, wie gesagt, ich versuche auch noch immer noch zu lernen. So, gehen wir zurück in die Garage. Aber wie gesagt, erwartet würde heute gar nichts. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir definitiv am Mensch. Aber wenn wir schon mal auf Augenhöhe Ricciardo sind, mit der 32er-Zeit. Und das ist wie gesagt mit dem Setup, das noch nicht mal funktioniert. So, weil ich jetzt erstmal ein Setup eingestellt bekomme. Werde ich mal vorher machen. Okay, das ist eher so ein Mix-Setup.
our fastest lap is a 1:32.5. Ja, würde funktionieren. So. Ich weiß nicht, ob ich das Setup aus der 2018 kopieren kann. Das kann nämlich so. Ist mal das trockene Setup. Wir gucken mal auf die Tabelle, auf das Zeitentableau, und das war 9. Specific information or make certain changes to the car during a pit stop. You can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Ja, warte mal, wie gesagt, das wird eh sein, dass wir eher am Ende des Feldes rumkrauchen werden. Das ist klar. Russell packt sich Science auf 18 und 20. Okay, we'll alter the setup of the car. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hamilton, Vettel und Sergio Perez. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja. Wir sind das einzige mit den harten Reifen gefahren, deswegen, wie gesagt, auch die Zeit so ein bisschen. Ja, also 3 Sekunden dann unser eigenen Typkollegen, das ist natürlich nicht unser Anspruch, aber schauen wir mal, ob wir es auf die Reihe bekommen. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Nach viel harter Arbeit ist es heute Zeit für Ihr Debüt in der Formel 1. Sie sind sicher außer sich vor Freude. Ja. Also, wie kommen Sie mit Ihrem Team zurecht? Fügen Sie sich gut ein? Was erwarten Sie von dieser Saison? Wollen Sie sich erst einmal in der Formel 1 zurechtfinden oder verfolgen Sie bereits ein anspruchsvolleres Ziel? Klasse. Das war dann alles. Jo. Na, der erste Auftakt ins erste freie Training ist schon mal nicht so gelungen, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, aber man lernt ja. Das war Teil Nummer 1. Wir sehen uns gleich wieder im zweiten Training. So, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir auf die Medium, also den mittleren Reifen. So, wir müssen, wie gesagt, ein bisschen arbeiten. Wie gesagt, ich muss wieder ein bisschen auf den Ton achten. Zeit knacken, die wir da im ersten Training hingezaubert haben. Ja,
Na, ja, das ist doch schon mal mit 31,200 nicht gut genug. Aber doch mal, erwartet dieses Rennwochenende definitiv keine Wunderdinge hier von mir. Wir werden nicht von Anfang an um die Siege mitfahren, das ist klar. Im Idealfall will ich meinen Teamkollegen schlagen. Das wäre natürlich George Russell als 38, Entschuldigung. Da liegen wir auf jeden Fall Meilen weiter hinter mit 8,3,5 Sekunden. Kimi, bis Zeit. Gang 4, aber runter. Sektor 2 sogar violett. Lap 3.
please box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Das wäre uns niemand geringeres als Max Verstappen. Aber es wird langsam. Ich kriege so ein bisschen langsam das Gefühl rein. Und bei Teamkollegen habe ich schon mal. Mehr ist gar nicht. Wir haben sogar Albon geknackt. Ne, Teamkollegen haben wir nicht. Von wegen. Der fällt auf Soft. Alex Albon haben wir mittlerweile geholt. Aber wie gesagt, das Lernen. Wir lernen. Na, Krimo hat sich unseren Teamkollegen geschlagen. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Leclerc, Gasly und Max Verstappen. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. So. Super. Zumindest mal nicht letzter. Aber wie gesagt, wir lernen. Wir sind nur hier, um fleißig zu lernen. Gut, dann gehen wir rein ins dritte freie Training, liebe Leute. Dann sind wir da auch mit durch. So. Dann gehen wir in die fliegende Runde. Wir müssen hier, wie gesagt, ein bisschen lernen, wie man schaltet. Das habe ich bisher noch nicht auf die Reihe bekommen. Das ist das erste Mal, dass ich es selber machen muss. Machen werde. Jetzt sich schön hochziehen. Thank you.
Ja, ja, ich hab so eine Scheiße gerade zusammengefahren. Wir haben ja gerade alle Müll zusammen hier. Alles andere als souverän. Alles andere als souverän, liebe Leute. Remember, we have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. Gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht momentan, was wir so. Was für eine Scheiße momentan zu sein. Ah, also Teamkollege ist das. Ja, wartet nicht, dass wir vorne mit dabei sind. Definitiv nicht. Dieses komplette Rennwochenende nicht. Eine halbe Sekunde der Ricciardo ist eigentlich ganz annehmbar sogar. Mit einem Renault. Jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Verstappen, Hamilton und Sebastian Vettel. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, dafür wieder. Das war mal ein Wochenende, wenn ich ehrlich bin, für mich persönlich zu vergessen. Klar, aber mal gucken, was das Team sagt. Ich denke, viel weiter wird es auch nicht nach vorne gehen. Das wird auch eine ganze Weile dauern, bis wir da irgendwie mal einen riesen Schritt nach vorne machen. Bis wir mal von Punkten überhaupt träumen können.
Okay. Ich sage, bleibt die Rennwochenende trocken. Das war's, liebe Leute, mit dem freien Training. Wir sehen uns dann quasi hoffentlich irgendwann wieder. Ja, genau. Morgen um 14 Uhr dann wieder zum Qualifikationstraining. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play 5 2019.